Ich, ja, also herzlich willkommen. Zum Moment also noch zu der Demo von Paperback Adventures. Wir haben dank dem Steam Next Fest hier ein Spiel finden können, das offiziell ein Deckbuilding Roguelike ist, beziehungsweise ein Word Game. Wenn ich das richtig von den Screenshots einschätzen durfte, man erstellt ein Deck aus unterschiedlichsten Buchstaben, woraus man dann in der Zukunft Wörter bilden darf. Durchaus interessant, ich mag die Art von Spiel durchaus. Wie es genau aussieht, dürfen wir gleich mal herausfinden. Bevor es aber losgeht, wir haben hier oben ein Optionsmenü, muss man eigentlich schon fast sagen, versteckt. Das ist einfach ein sehr cooles Hintergrundbild. Dementsprechend so ist wie hier das Discord-Symbol, geht auch sehr leicht unter. Wir haben ein paar Einstellungen, Musik, Soundeffekte kann man runterregeln und meines Erachtens muss man es, weil ist schon selbst jetzt noch sehr gut zu hören. Mute ist vermutlich einfach genau einfach alles aus. Show-Hints ist für uns jetzt auch noch recht. Und der Rest sind ein paar simple Einstellungssachen. Ich denke, das ist leider so eine Art von Spiel, wo man sich einfach nicht erlauben kann, andere Sprachen hinzuzufügen. Einfach weil, wenn es darauf geht, Wörter zu erzeugen, in jeder Sprache ist dann jedes Wort anders aufgebaut. Also, da kann ich verstehen, dass da nicht allzu viel mehr drin ist. Dann nochmal State Game Data. Machen sie eh eigentlich alle automatisch schon, also von mir aus. Gut, gucken wir mal, was kommt. Select Hero. Wir hätten da noch ein paar weitere Sachen. Wichtig ist, wenn man das Spiel startet, sieht man schon die unterschiedlichsten Cover, wo ich mich frage, ob das echte sind. Kann ich mir gut vorstellen, weil die sehen schon wirklich cool aus. So, auf jeden Fall. Made of metal, he became the most human of all. Ex Machina. The ending will come, but not how you expect. Choose difficulty. Wir haben normal, theoretisch Expert und Advanced. So. Das ist noch locked, das ist not available in the demo. Beat normal, beat expert, okay. One less irgendwas card, weak enemies, lower max health. 10x access plot twist. Wir gucken einfach mal, was bei normal passiert. This is you, you are Ex Machina hier oben, yep. This is your health bar. Don't let it reach zero. You can see your energy, your boons, and hexes here. In this battle, your enemy is the pesky suitor. The enemy has two health bars, cheetah. This is his first stage health bar. When the first stage health bar is depleted, the enemy will be stunned. The enemy is defeated when the second health bar is empty. These are the enemies' boons, hexes. Enemies do not have energy. Okay. The enemy's attack and defense for each round are displayed here. Okay, 5 and 0. Your enemy's next ability is displayed here. He will take this action on his next turn. These are your cards. Each round you will use them to gain their indicated icons and activate one highlighted ability. Let's see what that means. Yeah, indeed. Drag your cards up to the staging area and rearrange them to spell the word STAR. Okay, give two hexes at whatever this is. Das Symbol ist fast zu klein. Ich vermute mal Angriff. To the enemy's attack. If you have four or more... Jetzt weiß ich schon nicht mal, was die Symbole sind. Weil es sehr interessant ist, man halt... Also, das soll Attack sein, das soll für Verteidigung sein, aber weil Schwert und Schild. If you have more than four shield, gain four attack. For each two shield, gain one energy. Give two. The visible icons in the top corner of your cards indicate the attack, defense, and energy generated by this word. Das? Also das sind vier und das ist einer. Ja, okay. You will use the ability on the topmost card, which is highlighted. In this case, it's the R. Das letzte ist natürlich interessant. Ich hätte eher erwartet den ersten. Once you are ready, click the submit button to confirm your word. Hast du gerade gefurzt? The pesky suitor attacked you with 5.
But thankfully, your last word gave you 4 shields, so you only lost 1 health. Das ist natürlich sehr interessant zu beobachten. Also, die Sachen hier oben sind alle stets aktiv, aber nur der da unten ist der letzte Buchstabe. The highlighted card R is going to the fatigue pile because its ability was used. Ja, okay. The most common way for a card to go to the fatigue pile is by using its ability. When a card is fatigued, it's no longer usable for the remainder of the battle. Oh. The rest of the Pnate cards get discarded through the discard pile. Okay. If you draw a pile is empty, your discard pile gets shuffled and replaced. Okay. So wie man es kennt. This round you will spell the word Oogled. Okay. Click on the wildcard to select the letter you're missing. Wildcards cannot be highlighted. Okay, sie dürfen also... Was passiert, wenn das Ding dann aber am Ende steht? Wird dann einfach der nächstbeste Buchstabe genommen? Vermutlich. Okay, also uns fehlt a G. So, spell Oogled. So, jetzt gucken wir nochmal ganz kurz. 1, 2, 3, 4, 5. Ihr habt 5 Verteidigung. 1 Energie. Currently have 0 attack and 5 defense. We need to hit hard this turn. Press display the display button to change your visible icons. The hell, what? Changing display changes which symbol are visible in your world. Only one side of symbols can be visible. Okay, jetzt ist das also andersrum aufgebaut worden. Lose 1 health, gain 4 attack. Ja, und dann sieht man nur noch 2 weiter, also damit kommen wir auf 6. Wir haben 1 Verteidigung, 2 Energie. Okay, aber wann weiß ich, wann ich splayen muss? Now you have 2 visible attack items, but your stats indicate you have 6 this round, thanks to your new highlighted card. Display direction determines which card's ability will be used. Ja, aber woher weiß ich, dass ich, wann ich, also ich gehe mal davon aus, wenn man das als physischen Gegenstand oder physische Karten sich angucken würde, dass die vorne und hinten den gleichen Buchstaben haben, aber unterschiedliche Effekte. Now the O card is on top and highlighted. This O card removes 1, yeah, adds 4. In addition to generated by the, yeah, okay, genau. This enemy only has 5 health in stage 1, now hit him hard and break through his first stage. So, the enemy is stunned when stunned skips turn. Okay, ja, das hatte ich mir schon gedacht. In addition to cards, you also have items. Take a look at the rocket punch by clicking it now. The cost of using Rocket Punch is 3 energy. Okay, also es ist nicht so wie so bei Slay the Spire, wo das Spielen der Karten Energie kostet. Alles klar. Each item has an effect. When you use Rocket Punch, you gain 2 attack and defense. Now activate it. Okay. You don't have to use all of the letters, yeah, to have a good turn. Spell Wine. Okay, the current visible icons are mostly attack, but we need some defense to see what else these cards offer you. Change their order. Ja, das Play ist ein komisches Wort, wenn man S-Play immer daraus sieht. This E-Card's ability gives you a boon. Boons are used to buy improvements from the shop. Okay, heißt also, wir gucken jetzt hier schon in die Zukunft. This card also gives 1 hex to each enemy. Each enemy, okay. Each hex on the enemy makes him more vulnerable. Once you're ready, yes. Normalerweise hat er zum Beispiel keinen Angriff mehr. Spell the word Steed. Das Schöne ist, man muss es nicht in der richtigen Reihenfolge machen. So, the enemy will be busy healing this turn. Now is the perfect time for a big attack. Splay to the right and see what icon shows. That looks better. Once you're ready, submit. Okay, wir machen 5 Schaden. Aber er heilt ja wieder für 5. Beziehungsweise give 2, add 2 to the enemy attack.
Haben wir ihn damit nicht stärker? Uh oh. Another item you start with as Ex Machina is Laser Eyes. Cards you previously played gave the enemy hexes. Ja, 5 Stück. Your Laser Eyes deal more damage based on all those. Okay, bis zu 7. Nice. Use, ja, und Scorch the enemy. No spill the board, land. Submit the board and defeat the enemy. As soon as the enemy is defeated, the action is cancelled and you have won the battle. Man greift immer als erstes an. Okay. You gain one boon. Choose an ending. Hover your mouse over an ending to see what rewards each ending bestows. So, lesen wir mal. At last, the disagreeable Mr. Crawlins relents in his flirtations thanks to your energetic rejections. Unwilling to let the scoundrel off easily, you chase him off before he can recover his frayed knapsack from the fainting couch. The fuck is a fainting couch? After dismissing the detestable Mr. Crawlins from the living room, you spend the next few hours in lively conversation with the grateful Jane O'Hare, which fills your soul with purpose and fortitude. So, draw 3 new upgraded cards and 1 to keep. Then select a non-penalty card to remove. Draw 2 new items and select 1 to keep. Draw 2 new cards and select 1 to keep. Then select a non-penalty card to remove. Heal 6, start the next fight with 2 energy and gain 1. Pick a card. B. Give 2, add 2. Rule 3, gain 7. If your cards are sprayed left. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was zum Kuckuck mir das Spiel jetzt sagt. Right? Show. Okay. Wir haben definitiv hier mehr Symbole, die man sehen kann als normalerweise. Give the symbols to the enemy. Achso, der zeigt mir hier das Zeug da unten an. Los, remove the symbols from yourself. Okay, ja. Meine Frage ist halt, es sollen vermutlich für die links oder rechts rumgedrehten sein. Aber was ist denn was? Deswegen ist es interessant, dass das hier so dargestellt wird. Denn hatten die nicht, je nachdem welche Seite man hatte, unterschiedliche Effekte? Draw 3 new upgraded cards. Also auf jeden Fall. Sprite left gained 3 attacks. Sprite right gained 3... Ja, das klingt nicht verkehrt. Aber ich finde es halt komisch, dass ich meinem Gegner halt... Geht damit Stärke, nur weil ich ihm Hexes gebe. Aber Hexes kann man mit den Laser-Eyes halt gut kombinieren. Dazu muss man natürlich jetzt auch wieder fragen, was zum Kuckuck habe ich denn in meinem Deck bereits? View-Deck. Effing can't. Also ich gerade hier in so einer Situation würde ich eigentlich mir auch hoffen. Will ich einen Y haben? Eigentlich schon irgendwie. If you board a spread left right, gain the listed effects. Ja, das hatte ich schon verstanden. Deswegen, man würde vielleicht eher diese D wählen? Ich nehme das da. Replace card from your deck. Würde ja am liebsten eigentlich das W entfernen, aber das ist natürlich auch immer... Gain an item. Crystal Sphere. Draw 2 cards for 5 oder Battery Pack. Heal for 3. Your boons and health carry over from battle to battle. Yes. Open the shop. You have some boons to spend. Buy something. Okay, also wir könnten wieder Buchstaben nehmen, wo ein E vielleicht gar nicht mal so dumm wäre. What about the draw card? If the letter is not in the enemy's name. Das ist natürlich eine coole Idee. Toxic Dart. Give 2 für nichts. Das ist natürlich nicht schlecht. Acoustic Guitar, gain an extra white card this turn. Magic Pearl, the first turn of each battle draw 1 extra card. Ooh. Each turn you have 5 or more fatigue cards here too. Once you're done, next battle. So,
Start an expert by clicking on the enemy you have completed the tutorial. Good luck on your adventure. Werden wir brauchen. The pirate's crew watches as the captain circles you with her saber at the ready. The strange sloshing swill in her flask smells like it could knock out an elephant. Swig of Grog adds one penalty card to your discard pile. Whatever penalty cards sind. Okay, wir haben hier so ein paar extra Sachen. If unused this round. Okay, also nicht nutzen. Da können wir frei entscheiden. Swap enemies attack. Und natürlich auch nicht verkehrt, um den so ein bisschen... Okay, also wir hätten wieder mal Star. Aber was haben wir noch? Wir hätten Astro. Wo ich mich frage, wenn ich Astro an die erste Stelle setzen würde. Astro wird zum Beispiel nicht anerkannt. Okay, da haben wir jetzt hier natürlich so ein bisschen dieses lustige Spiel von, was ist denn tatsächlich möglich? Was haben wir denn sonst noch so? Wir hätten Tarot. Neben Stars. Man könnte natürlich Plural gehen, wenn man wollte. Meine Frage ist jetzt aber, ist es wirklich immer gleich? Okay, der Effekt ist immer gleich. Ich muss zugeben, ich hatte das Gefühl, dass es anders wäre. Was haben wir noch so? Das ist natürlich jetzt hier so ein bisschen doof. Man hat jetzt hier nicht unendlich viel Zeit mit dem Video, also unendlich lange gucken. Was hat man sonst noch so im Angebot? Gerade das A ist vielleicht gar nicht interessant, einfach mal sicherzustellen, dass man nicht mit 3 der Gegner angreifen darf. Sonst noch irgendwas. Ja, und das ist natürlich dann hier, denke ich, relativ klar, relativ wichtig. Die unterschiedlichsten Buchstaben, die man dann irgendwann ins Deck hinzufügt, da muss man schon so ein bisschen verstehen, welche sind denn clever, welche kommen häufiger in Wörtern vor. Und da ist natürlich dann auch so ein bisschen die Herausforderung, wenn man dann doch eher mehr Deutsch spricht, weniger sich mit Englisch gut auskennt, dann kann es natürlich übersichtlicher sein, was für Wörter einem einfallen. Oder welche Buchstaben vielleicht in Wörtern gerade in der englischen Sprache eher vorkommen, als vielleicht in der deutschen und oder ähnlichem. Was haben wir denn sonst noch so? Ich muss irgendwie zugeben, mir fällt gerade nicht allzu viel ein. Aber ich will trotzdem mal gucken. Okay, also Tarot macht er zum Beispiel. Ich denke, da hätte man vielleicht nochmal gucken können, dass man das ein bisschen besser hervorhebt, dass er das Wort anerkennt. If you have 4 or more gain attack, we do not. Gain... Okay, das sieht auch schon besser aus, gerade was die Verteidigung betrifft. Wir verlieren zwar einen, aber wir bekommen nochmal einiges in Attack dazu. So, was haben wir denn hier oben sonst noch so, wenn ich fragen darf? Discard as many cards as you want from your hand, then draw that many plus one. Okay, wir haben... Oh, dafür brauchen wir vor allem nicht nur Energie. Was ein bisschen untergeht, man sieht es ganz leicht. Okay. What? Das war ein bisschen zu schnell. If unused, lose one. Und was ist Expand? Expand, when you use this card in your World Destroy. Okay. So, jetzt haben wir natürlich hier Hellboy. Wir könnten wieder mal Land nehmen. Was haben wir denn noch so? Neld? Können wir irgendwas machen, wo wir das A nutzen können? Der Gegner greift eh nicht an. The enemy gains 5. If a penalty card is in your hand, they gain 10. Oh, zum Glück haben wir das nicht. Das Schöne ist, dadurch, dass wir das nicht nutzen, wir kriegen so ein bisschen extra hier nebenbei. Deswegen, das Simpleste wäre Land. Das würde auf einem D enden. Move a fatigue card to your discard. Okay, habe ich nicht. L. If the bottom card is a consonant, gain 1. Was meinen sie mit Bottom Card in der Logik? Vermutlich, weil die Top Card ist die, die am Ende gespielt wird. Das heißt, egal ob hier oder hier. Das heißt dann auch, dass die Karte auf der anderen Seite wiederum. Okay. Haben wir sonst noch irgendwas anderes, was wir machen können? Nell? Man könnte Nail machen, müsste dann noch ein I bekommen. Ja, das würde... Hier 2. Könnte man natürlich überlegen. So,
Schütze, aber wir wollen das so rum machen. Ist das clever? Der Gegner greift eh nicht an. Ja, dann heilen wir uns auch einfach mal nebenbei. Oh, 8 Angriff, ey. Das ist ein Problem. Lar, das ist offensichtlicher. Wir werden gleich 8 Schaden nehmen. Ich muss eigentlich schon was finden, wo ich das A nutzen kann. Irgendwas, wo ich das A hinten hinsetzen kann? Ja, das ist jetzt schon schwer. Gerade vor allem, man muss jetzt auch überlegen, okay, was könnte man denn für einen extra Buchstaben jetzt noch hinzurufen, um da was Interessantes auszumachen? Also, da muss man natürlich wieder zugeben, das ist jetzt nicht wirklich perfekt. Flintlock? I don't know. Was haben wir hier? Okay, das macht mich theoretisch einfach nur stärker. Wir haben noch überhaupt keine Hexes bisher drauf. Was könnte man hier reinschmeißen? Also ich muss auch ganz ehrlich zugeben, Wörter, die mit A anfangen oder mit A enden? Im Englischen? Vielleicht bin ich aktuell nicht in der richtigen mentalen Situation, um das gebacken zu bekommen. Und mir fällt gerade so überhaupt nichts ein. Deswegen, ja, ich könnte die ganzen aufbrauchen, aber das Problem ist, dass das L und das D am Anfang oder am Ende wären. Ja, noch irgendwas anderes. Hätte sowas wie Dart, aber auch da. Also wir haben immer noch keine Fatigue-Cards, dementsprechend das ist vollkommen witzfrei für uns. Und ich muss eigentlich jetzt irgendwie es schaffen, auf entweder 8 Verteidigung zu kommen, um nicht so viel Schaden zu fressen. Oder ich muss das Ganze auf ein A enden lassen, als Top von mir aus, damit das Ganze halt zur Verteidigung wird. Deswegen, sowas Simple wäre natürlich was wie AND. Und. Dann hätte man das so. Aber ich will eigentlich nicht ein... Aber da muss man natürlich auch wieder sagen, das Spiel ist nicht so wie Scrabble oder ähnliches, wo man sagt, jeder von denen hat irgendwie so seine eigene Sache. Seinen eigenen Angriffswert zum Beispiel. Wo man sagt, oh, man muss halt schon versuchen, lange Wörter zu zeugen oder ähnliches. Ein X, jetzt haben wir hier ein X mit dabei. Great. Ja, let's party. Okay, sehr schön. So, man sieht zum Beispiel, die Karte wird jetzt nicht als Top angesehen, sondern das da. Wir haben jetzt zwar 3 Schaden, aber wir können vermeiden, dass wir hier dafür bestraft werden. Okay, wir haben auch keine Penalty-Karten in Hand, also das sollte jetzt nicht zu gefährlich werden. So, haben Hexes irgendeine offizielle Aussage? Nö. Ja, also hier sehe ich schon so ein kleines bisschen das Problem, dass es nicht wirklich einfach ist, voranzukommen. Weil man A seine Wörter bilden muss, aber selbst wenn man halt versucht, hier das Ganze auf Attack auszugehen, habe ich nicht das Gefühl, dass es so einfach ist, ihm einfach mal auf die Nase zu hauen. Also dafür habe ich noch überhaupt kein Gefühl entwickelt. Ist hier irgendwas, was ich machen kann? Ich meine, ich kann vermutlich, wenn ich irgendwas hinzufüge. Aber halt... Okay, also wir haben einiges an Energie. Also es ist nicht so, als könnten wir jetzt nichts machen. Aber selbst wenn ich was machen könnte... Deswegen, einer von denen ist zum Beispiel überhaupt nicht wert. Ich könnte das nutzen, aber wir kommen ja nicht mal an der Verteidigung vorbei. Wir müssen schon irgendwie das S einsetzen und halt als Highlight haben. Also, ich denke, die Präsentation ist wirklich cool. Ich weiß noch nicht, was wir vom Gameplay selber halten sollen. Denn hier sind nicht viele Sachen, die man in einem Wort wirklich machen kann. Entweder, wie gesagt, am Anfang oder am Ende. Und da ist dann halt immer diese Gefahr von, wenn ich halt das Ganze setze, aber eigentlich
das S will, dann, aber das S steht hinten und dann ist aber der Effekt nicht toll oder die Bonussachen, die man bekommt. Also ich finde es nicht einfach. Ich finde es wirklich nicht einfach. Dazu, unser Deck ist sehr übersichtlich. Deswegen, wenn man wirklich alle Buchstaben vor sich hätte, und ich verstehe, dass es nicht der Witz spielt, aber so ist es bei weitem einfacher, wirklich auf Wörter zu kommen. Hier sitze ich und ich habe überhaupt keine Ahnung. Selbst wenn ich hier sage, ich nehme das da. Irgendwie frage, kann ich das wieder rückgängig machen? Ich kann es wieder rückgängig machen. Okay, also man kann sich das hier nochmal so ein bisschen als Hilfe holen, um zu überlegen, okay, was zum Kuckuck kann ich denn jetzt hier tatsächlich machen? Denn der Witz ist natürlich auch wieder, wenn ich so einen extra Buchstaben herzu- oder herbeirufe. Ich frag mich, wenn ich den zum Beispiel als ersten Buchstaben nehme und dann was anderes dahinter herwerfe, dann wird vermutlich dieser andere Buchstabe als erster Punkt genommen. Oder als letzter, je nachdem. Ernsthaft, kann ich hier irgendwas machen, was nicht wieder Lard oder Land ist? Okay, Land geht in dem Fall ja auch nicht. Ich meine, ich kann zwei von denen notfalls aber einsetzen. Also wenn ich es darauf anlegen sollte, wollte, dann kriege ich da schon was hin. Aber Lord würde zum Beispiel funktionieren. Ey, mach mal Lord. Er wird zwar jetzt nicht so allzu toll sein. Das ist zum Beispiel rein Verteidigung. Wie sieht denn das aus, wenn ich das umdrehe? Das ist rein Angriff, aber auch hier wieder. Ich habe rein Angriff, aber ich gewinne da halt auch nicht wirklich allzu viel draus. Wow, you have lots of energy. Don't. Ja, aber es ist nicht so, wie ich sage, ich kriege davon wirklich viel. Ein bisschen Verteidigung, ein bisschen Angriff, whatever. Remember, you can use them once per turn. Yeah, okay. Deswegen, ich kann hier theoretisch auch mit was anstellen. Aber dann sagt man jetzt hier Tray. So, if you have 4 or more, gain 4. Absolutely nothing. For each 2, gain 1. Deswegen, ja, ich muss jetzt hier eigentlich anfangen. Okay, sagen wir mal, ich helfe jetzt hier aus. Ja, dadurch, dass ich aber nur einmal nutzen kann. Deswegen, hier ist jetzt schon wieder so eine Runde gewesen, wo ich nichts machen konnte. Be careful, you're almost out of cards. And? Try to win this before you're out of cards. Ja, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich angreifen konnte. Ich habe mich komplett ineffektiv angefühlt. Und vielleicht, klar, ist es selber ein bisschen schuld. Aber halt, deswegen, jetzt gehe ich volle Kanne Angriff. Give 2, add 2 to the enemy's attack. So, jetzt sage ich auch hier nochmal, hey, wir hauen da nochmal oben drauf. Und damit kann ich den nämlich jetzt stoppen. Okay, nice. Lower und Ka. Also das, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Wie soll ich jetzt auf einmal noch 15 Schaden mehr machen? Also, dass man da auf einmal jetzt scheinbar bestraft wird, ein bisschen merkwürdig. Deswegen, wir machen es jetzt einfach mal. Darts, okay. Das funktioniert. If you have 4 or more, kann man. Damit komme ich immer noch auf 6. Moment, jetzt habe ich da schon wieder welche bekommen. Hast du mich gerade herumgeheult, dass ich das schaffen sollte? When you use this card in your world, destroy it. This cannot be expended. I don't know. Doors?
Was passiert, wenn ich das jetzt hier nochmal hinzufüge? Ist clever, das umzudrehen. Der Gegner greift nämlich eh nicht an. No, dann können wir ruhig das hier nehmen. Dann gehen wir nämlich damit auf 5 hoch. Und das ist schon relativ ordentlich. Aber wir tun halt nicht insgesamt allzu viel. Oh oh. So, wie angemerkt, das sind 7 Schaden. Ja, aber ich tue hier schon wieder mal nichts. Und ich habe auch nicht mehr wirklich allzu viel über. Deswegen, also was mache ich daraus jetzt? Ich habe nicht mehr genug Karten. Was ich nicht ganz verstehe. Denn mir wird hier immer noch 4 hervorgehoben, aber ich darf nicht mehr Karten ziehen. Das ist ein merkwürdiges System. Was kann ich daraus machen, damit ich was wenigstens machen kann? Mit einem D und einem S. Ja, kriege ich was mit hin? Soda. Ja, es wäre schön, wenn ich vielleicht irgendwie angreifen könnte. Und dementsprechend so. Tatsächlich. Irgendwie. Move a card from the fatigue pile to your discard. I don't know, ist ja eh Wurst. Puh, also ich finde es sehr anstrengend, muss ich ganz ehrlich zugeben. Präsentation ist cool, aber wie das Spiel gespielt wird, missfällt mir. Einfach weil ich das Gefühl habe, man hat nicht wirklich viel Kontrolle über die Sachen, die man machen kann. Und klar, vielleicht wenn man so ein bisschen mehr Verständnis dafür entwickelt, was für Wörter tatsächlich oder was für Buchstaben in den unterschiedlichen Wörtern verwendet wird, vielleicht funktioniert das mehr. Aber ich habe zum Beispiel jetzt nicht verstanden gehabt, also wir hatten super viele Karten, die nicht mehr eingesetzt werden konnten. Also ich denke, da irgendwie den Unterschied zu haben zwischen Discard Pile und Fatigue Pile so unnötig. Gib mir doch einfach alles wieder. Ich kann verstehen, dass man vielleicht nicht immer und immer wieder das Gleiche nutzen soll. Dass man nicht immer wieder Doors, 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 Doors macht oder ähnliches. Aber am Ende saß ich da und ich hatte keine Karten mehr. Und ich kann verstehen, das soll zum gewissen Punkt der Anreiz sein. Aber ich finde es halt sehr anstrengend. Okay, gucken wir noch das Ending uns hier an. So, Wreckish Pirate smiles as she jumps ship. This won't be the last you see, yummy. After a moment, the first mate shrugs and gazes towards the wheel. Guess you're the captain now. Welcome aboard. End of the book one. You grab the rogue before she can dive aboard. Her scowl turns to a puzzled expression as you explain that you weren't after her or her ship after all. Just that curiosity they recovered from the skull caverns. Draw 2 new cards and select one to keep. Draw 3 boss MacGuffins and select one. Heal for 8. Draw 2 new items, keep one. Draw 2 new cards and select one to keep. Draw 3 MacGuffins. Ist da ein Unterschied? No. Great. What? Pick a guard. Ja, definitiv nicht. Gain 4 if this card is unused. Retain it. Wait, ich werde dafür belohnt, wenn ich es nicht nutze, für 4 und 3 nur, wenn ich es nutze? Also wenn das Ding die ganze Zeit in meinem Deck sitzt, oder in meiner Hand sitzt, ist eine Entscheidung. Lose 1, gain 2. Gain a MacGuffin. Gain an extra wildcard. Each round you don't use the enemy vowel. The enemy vowel? What? Or any wild cards. Gain 2. It's indicator. Ja, okay. For each 2 energy you have at the end of each battle, heal 1. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Aber extra wild cards klingen ganz gut. So, noch eine. Chekhov's gun. Yep, hi. The first turn of each battle, gain 3. Klingt nicht schlecht, aber wenn man dann halt nicht die Angriff generieren kann, ist es für den Arsch. Each time enemy enters stage 2, upgrade a fatigue card. Was ist upgrade in der Logik? Also, ich finde es eigentlich schon fast schade, dass mich dieses Spiel nicht anspricht, denn diese Art von Spiele mag ich eigentlich schon zu einem gewissen Grad, aber das hier, und das liegt wirklich so ein bisschen daran, dass diese Effekte so komisch sind.
mit dem Hin- und Hergewechsel. Ich kann verstehen, dass dadurch, dass jede Karte seinen eigenen Effekt hat, dass nicht jeder Effekt gleichzeitig aktiviert werden kann. Aber man hat halt sein Vokabular. Aber hier ist das Ganze dann natürlich dann noch mehr reduziert, weil man jetzt immer ans Ende oder ans Anfang des Wortes gucken muss. Weil man will ja auch die guten Effekte nutzen, weil nur dadurch kriegt man die Effekte A, aber man muss dann auch wieder gucken, dass man die richtigen Seiten dreht. Also ist schon interessant, was für Komplexitäten dabei sind. Mir gefällt es nur einfach nicht. Einfach weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich da bisher so richtig hintersteige. Denn wenn ich zum Beispiel sehe, ja, die meisten Karten haben Attack wirklich nur auf der rechten Seite. Das heißt also, du. Also, ist schade. Ich finde es wirklich schade, denn es ist nicht verkehrt als Spiel. Aber ich finde es mehr anstrengend zu spielen. Und das soll halt eigentlich nicht der Witz eines Videospiels sein. Klar, hier und da mal vielleicht so ein bisschen. Aber halt. Gerade bei diesen Word Games. Mein Fokus ist für mich eher so: Kann ich aus den Wörtern ein gescheites Wort bilden? Kann ich da eine coole Länge rausziehen? Aber hier ist Länge eigentlich fast egal. Nicht vollkommen, weil logischerweise, umso mehr Symbole du sammelst, umso stärker wirst du. Vielleicht muss man da noch so ein bisschen halt A, besser werden, was die Wörter betrifft. Das schließe ich ja nicht aus. Aber man muss vielleicht auch so ein bisschen realisieren, dass die Texte unten vielleicht nicht in jeder Situation so wichtig sind, als man es vielleicht einstuft. Aber wie jeder Mal. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung geht. Aber wenn man nach rechts das Ganze vermutlich dreht, dann ist der letzte Buchstabe vermutlich der wichtige. Dementsprechend, wenn man dann sieht, in dem Fall, wenn man jetzt aus den Sachen was machen möchte, man hat das S, was Angriff macht, das R, das N, das L, das D, theoretisch das A, das T. Star, ja, Star. Stard? No. Also, es ist so ein Spiel. Für mich ist das, und das klingt ein bisschen fies vielleicht, so ein Bundle-Spiel, wo man sagt, ich habe das nicht als Hauptfokus gekauft, ich habe da andere Spiele mit dabei. Irgend sowas in dem Dreh, wo man sagt, okay, ich habe das jetzt und ich gebe dem Spiel nochmal eine Chance. Aber von dem, was ich in der Demo bisher gesehen habe, solange das Spiel nicht arschbillig ist, würde ich mich an dieses Spiel nicht rantrauen. Aber weil das, was ich jetzt in der Demo bisher hatte, mich ein bisschen eingeschüchtert hat. Und klar, jemand, der halt Englisch als erste Sprache hat, der vielleicht so ein bisschen mehr dahinter steigen kann, die, nennen wir es mal, die Finessen. Was sind wirklich wichtige Buchstaben für englische Wörter? Vielleicht haben die damit weniger Probleme, aber es ist ja nicht so, als würde das mein allererstes Wordgame sein, das auf Englisch ist. Ich habe so viele in der Vergangenheit schon gespielt und bin nicht so in Probleme geraten. Aber gut, wir kommen damit zum Ende. Paperback Adventures soll offiziell am 16. November erscheinen und da ich das jetzt vor kurzem im Spiel aufgenommen habe. Ne, das ist immer noch der 16. November. Sehr gut. Alles klar. Also, ich mag die Präsentation. Wichtig logischerweise auch, da ist natürlich dieser Aspekt von einem Deckbuilding-Feature mit dabei. Also, irgendwann wird man mehr Karten haben. Hat vielleicht diese MacGuffins oder ähnliches, wo man dann auch wirklich mehr Karten ziehen kann. Zum Beispiel auch von mir aus Wildcards. Und wenn man dann vielleicht so ein bisschen reingekommen ist, so ein bisschen realisiert hat, was sind clevere Wörter, mit denen man wirklich dann halt gute Effekte erzeugen kann, vielleicht funktioniert es dann besser. Aber wie jetzt mit dieser Demo muss ich das eher so als einstufen und mich so von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich und bis dann.